Willkommen zurück im Baum der Schandstadt, wo wir uns heute den linken Weg nochmal anschauen werden, wo auch noch ein paar wirklich gute Gegenstände liegen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. So, dazu gehen wir den Weg ein kleines bisschen zurück auf der rechten Seite. Den sind wir ja nur gegangen, um im letzten Video halt die Items hier einzusacken. Das haben wir gemacht. Darum können wir jetzt quasi hier wieder runterrutschen. Und ja, letztendlich gibt es jetzt hier einen kleinen, naja, wie immer man diesen Weg nennen will, Baumweg. Der ist relativ tricky, da man hier balancieren muss, weil man ansonsten runterrutscht und einfach tot ist. Aber das heißt, da müsst ihr wirklich ein bisschen Gefühl am Pad haben, ansonsten rutscht ihr da einfach runter. Also wie ihr das zum Beispiel mit Tastatur spielen wollt, bleibt mir ein Rätsel. Also ich habe schon mit dem Pad damit Probleme. Ja, da sind halt wirklich die Gegner, die wir unten schon tausendmal gesehen haben. Die schnetzeln wir auf normalen Wege weg. Und looten hier eine Zaubererausrüstung samt Cutterlist, wollte ich sagen. Wobei ich mich jetzt gerade schon wieder hier über diese Fliege ärgere, die mich getroffen hat. Oh Mann. Gut, und hier drin haben wir noch einen Zauberspruch, Linderung, der verringert den erlittenen Schaden. Wenn ihr Zauber nutzen könnt, könnt ihr den halt casten. Ich glaube, damals habe ich damit bei den Four Kings sogar mit ein bisschen rumexperimentiert. Und dann gehen wir weiter. Auch hier die Regel. Der Weg wird signalisiert durch Fackeln. Seht ihr hier. Überall, wo wieder Leitern sind, sind Fackeln. Das heißt, die leuchten euch den Weg. Wenn ihr hier die Orientierung verliert, haltet nach diesen Fackeln Ausschau, könnt ihr den Weg quasi nicht verfehlen. So, machen wir hier das Moped. Da haben wir jetzt ja schon ein bisschen Übung drin. Haben wir ja, glaube ich, erst in 7 Videos gemacht oder so. Aber ich verspreche euch, das ist hier das letzte Video in der Schandstadt. Und dann haben wir dieses Gebiet durch. Es ist halt tatsächlich gefühlt das Größte, weil man echt am langsamsten vorwärts kommt. Und am häufigsten tatsächlich die Gegner resettet wegen dem Gift und so. Deswegen macht man den ganzen Scheiß hier so oft. Naja, aber jetzt haben wir wirklich, glaube ich, jedes bisschen abgegrast, jeden Grashalm zweimal umgedreht, dass wir uns jetzt hier echt langsam rausmachen können. Und darüber bin ich auch langsam froh, denn es nervt echt langsam. Ich habe das Gebiet jetzt schon so oft durchforstet. Wie gesagt, wenn ihr halt die ganzen Items nicht wollt, könnt ihr auch schneller durch, aber beim ersten Mal sollte man halt durch, damit man überhaupt erstmal weiß, was das Spiel halt an... Das meine ich hier. Hier hängt man nämlich jetzt einfach fest und kommt nicht so wirklich weiter. Ja, ist halt relativ gefährlich, die Stelle. Also bin ich auch schon oft abgestürzt. Damit man weiß, welche Items und Rüstungen es überhaupt im Spiel gibt, sollte man sich beim ersten Playthrough halt alles einmal anschauen und looten. Dann kann man sich das beim zweiten Mal nämlich sparen und beim zweiten Mal wesentlich schneller zocken. Um euch da mal ein paar Numbers zu nennen. Also ich habe mir Dark Souls geholt und wusste sofort, bevor ich es überhaupt angefangen habe zu spielen, ich möchte die Platin-Trophäe, also sprich alle Trophäen erreichen auf der PlayStation. Und habe dementsprechend in meinem ersten Playthrough 80 Stunden gebraucht. Und für alle weiteren dann irgendwie, keine Ahnung, 20, 25. Also wie gesagt, der erste Playthrough war mit Abstand der längste, weil ich da wirklich alles abgegrast habe. Waffen abgegradet habe und. Und danach ging es halt wirklich relativ schnell, weil ich wusste, was ich halt machen muss, um den Playthrough zu beenden. Weil darum geht es dann halt in Playthrough 2 plus X. Einfach nur noch schnell durchkommen, die wichtigen Upgrade-Steine looten für die Waffen. Und das war's. Den ganzen anderen Scheiß braucht man ja nicht, weil man den schon hat. Halt wirklich dann nur noch quasi Boss-Runs, um schnell halt durchzukommen. Und wie gesagt, man braucht halt die Seelen von den Bossen zwei-, dreimal. Ich glaube, von Sif brauchte man dreimal oder sogar viermal. Deswegen musste man Minimum das Spiel so oft durchspielen. Ich habe es dann halt eben tatsächlich, als ich alles hatte, nochmal durchgespielt. Achso, und hier findet ihr jetzt übrigens in der Kiste einen Key. Für Neulondo, den stecken wir natürlich auch ein. Kann man immer gebrauchen, Schlüssel. Und dann machen wir uns endlich raus aus der Schandstadt. Da warten aber noch die Mobs, die wir schon zu Beginn quasi in der Schandstadt hatten. Diese riesigen Typen mit diesen langen Keulen. Also am besten nicht hauen lassen. Ein bisschen zurückgehen und dann versuchen zu backstabben. Bam! Genau so. Dann sind die echt kein Problem. Haben wie gesagt nur einen Arsch voll HP. Und hauen gut zu. Aber man kann sich einfach bam in den Rücken zirkeln und backstabben. Das ist eigentlich gar kein Stress. Wie gesagt, kann man die runterkicken?
Nee, also runterkicken funktioniert nicht. Schade eigentlich. Na gut, hätte mich auch gewundert bei so einem dicken Apparat. Bam! Na gut, ich höre jetzt auf mit Bam, weil mittlerweile klappen die Backsteps ja wieder, dass es jetzt keine Besonderheit mehr ist. Nervt dann, glaube ich, nur, wenn ich jetzt immer Bam sage. Wenn ich jetzt hier bei jedem Mob 3-4 Backsteps, ja, versuch's mit Stoß in den Rücken. So heißt es dann auf Deutsch, wenn man Backstep sagt. Stoß in den Rücken. Verstehe. Naja gut, dann machen wir hier noch so einen Mob. Da gibt's noch einen, ne? Dahinter. Aber machen wir erstmal den hier. Und versuchen uns wieder gleich in den Rücken zu zirkeln. Naja, der brüllt natürlich erstmal wieder hier eine Runde. Ja, hat jetzt leider nicht geknappt mit dem Backstep. Aber jetzt. Stößchen! Aber die haben echt so eine arschvolle HP, dass wir nochmal, glaube ich, einen brauchen. Beziehungsweise zwei. Stößchen! Ja, was soll ich zu dem Mob sonst noch sagen? Groß, langsam, nicht gefährlich, können nix. Dann machen wir noch ein Stößchen und dann ist er auch weg. Gut, da hinten haben wir nämlich noch einen von diesen riesen Monster-Moped-Apparaten. Und dann sind wir endlich im Drachental. Und, ja komm, mach mal einen Angriff, dann kann ich mich wieder in den Rücken zirkeln. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ich hätte mein Backstep-Timing, ja doch, funktioniert doch, nicht so loben sollen, nämlich dann klappt es wieder nicht. So, ich glaube dann noch ein, zwei Angriffe, dann ist der auch Geschichte. Und dann ist der Weg endlich frei. Hooray! Gut. Haben wir dann auch. Ja. Ich sagte ja irgendwann vor zig Videos, ich werde da nochmal einen Link zurück drauf machen, dass das Gebiet durch die Untiefen und die Schandstadt quasi zum größten Teil optional sind. Ganz am Anfang im zweiten Video habe ich euch einen Run durch das Drachental gezeigt. Da hättet ihr hier reingehen können, hättet dann jetzt quasi den Weg, den ich jetzt in dem letzten Video gegangen bin, zur Glocke gehen können und dort die Glocke läuten, nachdem ihr Quelaag besiegt habt. Das heißt, ihr hättet euch ziemlich viel sparen können, wenn ihr diesen Weg gegangen wärt. Das Problem dabei ist, dass ihr halt auch ziemlich viele Items und Rüstungen nicht bekommen hättet. Deswegen habe ich euch den langen Weg gezeigt und nicht hier diesen Shortcut-Weg, den man halt nur gehen kann mit dem Generalschlüssel, wo wir hier halt, ne, das Schloss am Anfang mit aufgeschlossen haben. Jo, denn jetzt sind wir nämlich wieder in den Ruinen von Neu-London und nehmen hier den rechten Fahrstuhl wieder zu hoch zum Feuerwandschrein. Und wie gesagt, die Untiefen und der Anfang der Schandstadt, bla 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 bla, wie erwähnt, alles optional. Nur halt der Rest, quasi jetzt die letzten ein, zwei Videos, bis hin zur Glocke sind dann halt Pflicht, weil die Glocke muss man läuten, sonst kommt man halt in der Story nicht mehr vorwärts. So, ich hoffe, das war einigermaßen vom Gedanklichen her verständlich. Wie gesagt, ich schreibe auch nochmal, welche Parts es quasi in den Videos waren, die ihr hättet auslassen können. Damit ihr halt quasi wisst, wie ihr den Run halt super kurz machen könnt. Dann geht ihr nämlich halt durchs Drachental in die Schandstadt und den Weg zurück backtracken. Achso, ja, wir haben ja noch eine Feuerhüterseele gelootet. Das wollte ich sagen. Und damit können wir natürlich hier unsere Estus Flask verstärken. Denn bam, wie ihr seht, unten plus 2. Genau, dann haben wir das nämlich auch gemacht. Dann ist die weg aus dem Inventar und wir quatschen hier mal den Typ mal an. Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. But now, we have a new problem. It's noisy, it snores, and its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Gut, einen Tipp gibt er uns natürlich nicht, was wir machen sollen. Quatschen wir ihn nochmal an. Damn, that stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Ja, tu doch mal was. Quatschen wir ihn halt nochmal an. Vielleicht hat er jetzt ja noch einen Tipp. Maybe it's time I do something. Nee, anscheinend nicht. Er wiederholt sich nur. Gut, füllen wir mal unsere Estus auf und unsere Heilzauber. Und im nächsten Video machen wir uns dann tatsächlich endlich mal auf zum Schmied und Richtung St. Fortress. Wobei ich überlege gerade. Von St. Fortress gehen wir nämlich nach Anor Londo. Und da würde uns noch ein Item fehlen. Eventuell schiebe ich
Four Cents Road ist nochmal was anderes ein. Ist zwar auch optional, aber tatsächlich dann in einer sinnvollen Reihenfolge. Da überlege ich jetzt nochmal. Darum werde ich jetzt an der Stelle das Video beenden und sage, wir sehen uns im nächsten Video mit einer wahrscheinlich kleinen Überraschung. Ja, ich glaube schon. Doch, das machen wir. Ja, das ist gut. Genau.